Mit dem Song Brand New Paradigm liefern die Sons of Bill vor über 100 Besuchern im Kulturbahnhof in Neunkirchen-Vörden einen kleinen Vorgeschmack auf ihr neues Album. Es soll im April erscheinen und wird Love and Logic heißen. Es ist eine Textzeile, die wie einige unserer Alben recht düster ist. Manchmal ist das Einzige, was du in einer scheinbar sinnlosen Welt tun kannst, nach Liebe und Logik zu suchen. Die Sons of Bill sind Abe Wilson Keyboard, Seth Green Bass, James Wilson Gesang, Todd Wilson Schlagzeug und Sam Wilson an der Gitarre. Die Musiker aus Charlottesville in Virginia befinden sich seit Anfang Februar auf ihrer Europatournee durch Deutschland, Holland, Belgien und Großbritannien. Insgesamt 26 Auftritte in 27 Tagen. Eine echte Herausforderung. Wir wollten schon immer auch in Europa den Durchbruch schaffen. Die Europäer scheinen eher zuzuhören, im Gegensatz zu den Amerikanern, die mehr Party machen. Which a lot of times it can be in the United States. So eine Tour muss man wollen und genießen können. Da spielen die Fans sicherlich eine große Rolle. Praktisch ist es so, dass ich schon auch von Plattenfirmen und von den Bands höre, dass es oft ein Plus-Minus-Null-Geschäft ist und dass es eben gute Agreements sein müssen zwischen den Veranstaltern und den Bands, dass also keiner zu kurz kommt, dass beide Teile überleben können, aber es ist und bleibt ein hartes Brot. Der Zusammenhalt zwischen der Band und ihren Fans zeigt sich auch an der Finanzierung der neuen Scheibe über eine Crowdfunding-Plattform. Crowdfunding gibt uns die vollkommene Freiheit, die Musik zu produzieren, die wir wollen. Solange die Fans es lieben, passt es. Es ist fantastisch. Es bringt frischen Wind ins Business. And I want heaven and hell to disappear as I cast a line. So klingt der Fishing Song, ebenfalls vom neuen vierten Studioalbum. Es bietet einige musikalische Überraschungen. So spielt Sam Wilson auf einer Pedal-Steel-Gitarre. Die fünf Jungs aus Amerika definieren sich und ihre Musik immer wieder neu. Dank unserer Fans und unserer Shows befinden wir uns in einem ständigen Wandlungsprozess. Und das macht echt Spaß. Ihre Tour endet Mitte März und dann geht es nach einer kurzen Verschnaufpause in den USA weiter. Wann Abe, Sam, Seth, James und Todd wieder nach Europa kommen, wissen sie noch nicht. Aber sie haben es sich fest vorgenommen.